Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir sind die Real Estate Blondies und das ist nicht Deutschland, auch obwohl es so grün ist, sondern wir sind tatsächlich hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Um genau zu sein, sind wir in Sharjah, einem Emirat, welches sich direkt neben Dubai befindet. Und tatsächlich befindet sich diese Community, Masar, auch direkt an der Grenze zu Dubai. Was uns direkt auffällt, ist, dass es eine sehr grüne Community ist. In Zukunft erwarten uns hier 176 Hektar von Fläche und wir haben jetzt schon insgesamt 50.000 Bäume hier eingepflanzt. Das ist etwas sehr Besonderes, denn normalerweise ist es häufig nicht so, dass die Grünflächen schon fertiggestellt sind, bevor die eigentlichen Villen überhaupt fertiggestellt sind. Hier sind die Grünflächen schon vorhanden und die ersten Villen werden auch schon im Juni diesen Jahres fertiggestellt. Und die gesamte Community erwarten wir dann 2027 to be handed over completely. Ich kann es mir wirklich vorstellen, hier zu leben, hier jeden Morgen auch auf dem 13 Kilometer langen Fahrradweg in der Community etwas aktiv zu sein, Sport zu machen. Es gibt auch insgesamt 9 Active Parks hier mit Basketball-Courts, mit Paddle-Tennis-Courts, Yoga-Areas, Gyms. Es gibt 8 Pools in der gesamten Community und ein Shopping-Center. Es wird eine kleine Klinik geben. Ein Central Park mit einem Outdoor-Cinema. Also diese Community erfüllt jeglichen Wunsch und wir freuen uns sehr, euch heute die 5-Bedroom-Villa zu zeigen. Deswegen lasst uns direkt starten. Hier bei der Villa. Die Grundstücksfläche hier beträgt 567 Quadratmeter plus wir haben eine reine Wohnfläche von 610 Quadratmetern auf einem Erdgeschoss plus 2 Stockwerke. Das gesamte Objekt hat 5 Schlafzimmer und 6 Badezimmer und ich würde sagen, wir gehen rein. Das erste, was wir auch sehen, ist ein wunderschöner Baum. Wir sehen auch direkt den Pool, das heißt, das ganze Konzept ist sehr offen und hell und wir haben die gesamte Villa noch nicht gesehen. Ja. Das bedeutet, es wird auch für uns ein Highlight. Ich würde sagen, wir schauen uns direkt einmal den ersten Raum hier an. Das ist schon sehr speziell. Es fällt direkt auf, dass das Sofa niedriger ist, dass man auf dem Boden sitzt, was sehr üblich ist hier in den Emiraten. Und dieser gesamte Raum nennt sich auch ein Majlis. Das ist ein Ort, wo man sich auch mit Freunden und Familie trifft und einfach den Abend zusammen verbringt. Also ich bin begeistert von dieser Einrichtung. Es ist sehr minimalistisch gehalten. Also sowas sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Normalerweise sind diese Arabic Sofas immer in einem bestimmten Muster auch. Das ist sehr, sehr klassisch und eine sehr interessante neue Idee. Auf dem Boden sehen wir Porzellanfliesen. Finde ich, ergibt noch mal ein viel einheitlicheres Bild. Und das ist, wie ich sehe, das erste Schlafzimmer. Wow. Auch sehr geräumig. Ich finde die Kunstwerke hier einfach sehr schön. Es gibt so einen clean Look. Und wir gehen auch direkt in das Badezimmer. Oh, nice. Das ist sehr nice, dass man von der Dusche kann man einfach in den Garten reinsehen. Natürlich, ich bin mir sicher, das werden wir gleich noch überprüfen. Es ist von außen verspiegelt und auch getönt, sodass man die Privatsphäre hat. Nun wieder im Flur sehen wir hier direkt, es gibt eine wunderschöne Treppe, die nach oben führt. Was mir hier auffällt, ist einfach dieser lange Flur, der aus dem Eingangsbereich dann in das Wohnzimmer, wie man sehen kann, führt. Und diese massiven Fenster, bodentiefe Fenster, finde ich wunderschön. Wow, hier sehen wir die Küche. Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Was ich sehr schön finde, ist, dass dieser Style sich einfach klassisch durch die ganze Villa zieht. Die Farben sind einheitlich, dieser minimalistische, moderne Stil ist überall vorhanden. Und vor allem die Küche lässt sich öffnen, um eben den Blick nach draußen zu gewährleisten, aber gleichzeitig auch schließen. Was ich schön finde, ist, dass wir auch hier wieder sehr große Fenster haben. Lichteinfluss, dass die Küche nicht komplett abgedunkelt ist. Und was man einfach wirklich sagen muss, die Verarbeitung, wenn du jetzt mal die Fliesen anschaust, ist es sehr, wirklich gut. Sehr clean. Also ist sehr sauber verarbeitet hier. Sehr gute Qualität, sieht man. Ja, und hier ist schon das Wohnzimmer und Esszimmer, also der Wohn- und Essbereich.
mit komplettem Blick nach draußen. Was ich sehr schön finde, ist, dass die Küche abgeschlossen ist. Das heißt, wenn da viel los ist, wenn eine Unordnung ist, wir kennen es alle. Genau, ist alles clean, man bringt es hier rüber, man hat auch direkt Zugang zur Terrasse. Das heißt, man kann auch direkt den Essbereich im Garten servieren. Ist wirklich sehr schön. Was man auch sagen muss, diese Villa ist aktuell zum aktuellen Marktpreis für 1,4 Millionen Euro, also nur 1,4 Millionen Euro angeboten, finde ich wirklich einen total erschwinglichen Preis. Ich glaube, dieser Preis ist schon fast unschlagbar. Ja, ist wirklich ein Schnäppchen. Bevor wir in den Garten gehen, sehen wir uns jetzt einmal das obere Stockwerk an. Übrigens, jede Villa hat auch einen Aufzug mit dabei. In dieser Showvilla ist er nicht mit integriert, aber in den eigentlichen Villen in der Community hat jede der 5 Schlafzimmervillen auch einen eigenen Aufzug. Oben angekommen ist das Erste, was uns hier am Treppenaufgang auch auffällt, das große Fenster, welches nochmal Lichteinfluss auch in den Treppenbereich bringt, plus natürlich auch hier die gesamte Galerie, würde ich schon fast sagen. Es ist ein gesamter Eingangsbereich, wo dann die Schlafzimmer jeweils verteilt sind. Und was auch noch sehr viel mehr Licht in das ganze Haus bringen wird, ist die Treppe, denn in Zukunft bei den fertiggestellten Villen werden wir eine Floating-Treppe finden, das heißt eine Schwebetreppe, die aus der Wand sozusagen rauskommt und nochmal viel mehr Licht nach unten bringt und natürlich nochmal ein modernes Design. Wow, das ist wie eine Art Heimkino, würde ich mal sagen. Also man hat hier einen kleinen Sitzbereich aufgebaut mit Fernseher, kann sich hier abends auch Filme anschauen. Und jetzt gehen wir einmal weiter. Ja, wir treten ein in das Schlafzimmer und wir sehen ein sehr großes Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne, mit einer Dusche, mit Tageslicht, einem riesengroßen Fenster. Okay, also dieser Lichtschacht ist wirklich Hammer. Das ist ein so besonderes Feature, dass man einfach den Himmel von der Dusche aus überblicken kann. Da hat die Regendusche nochmal einen ganz anderen Wert, wenn man wirklich das Gefühl hat, es regnet auf einen. Wow, der begehbare Kleiderschrank. Okay. Das ist ein Dream. Und bitte vergiss nicht, von welcher Preiskategorie wir sprechen. Das ist wirklich der Oberhammer. Wir haben auch hier Sliding Doors in den Kleiderschränken und vor allem eine Beleuchtung. Ja, was ich nicht so gerne mag persönlich auch, ist, wenn es einfach alles offen ist und staubig wird, sondern man kann hier wirklich alles schließen und das sehr clean halten. Und der Schlafzimmerbereich, natürlich dadurch, dass wir den Kleiderschrank schon separat haben, wirkt der Schlafzimmerbereich nochmal viel, viel größer. Hier haben wir eine Eckfensterfront, welche nochmal für viel mehr Größe in diesem Zimmer sorgt. Finde ich wunderschön. Was haben wir noch? Wir haben auch noch einen Balkon. Auf dem Balkon, wir sehen den wunderschönen Garten. Man kann hier morgens einen Kaffee trinken. Ja. Und dieses Besondere auch an den ganzen Grünflächen ist, man hat das Gefühl, man hat eine super luxuriöse Villa irgendwo in den Bergen. Es gibt tatsächlich alles, was man sich vorstellen kann, in der Community selbst. Und was ich auch schön finde, ist die Vorhänge. Wirklich dadurch, dass wir Bodentiefenfenster haben, eine abgesetzte Decke, dann so einen fließenden Look haben. Also es ist auf jeden Fall ganz mein Ding. Nun das zweite Schlafzimmer, eins der Gästezimmer. Ich sehe auch schon, wir haben 1, 2, 3 Gästezimmer hier oben. Und wow, auch sehr groß. Also ich hätte es mir nicht so groß vorgestellt. Und auch hier ein Balkon, das ist wirklich so viel Licht in jedem einzelnen Raum. Häufig kennt man das ja, dass das Master-Schlafzimmer wunderschön ist, riesig und dann meistens die anderen Schlafzimmer sehr klein und auch dunkel. Aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Das ist ja mal mega cool. Es gibt hier ein Glasgeländer und die Möglichkeit, mit einer Schiebetür einfach diesen ganzen Bereich hier frischer Luft durchzulüften, Sonnenschein und natürlich auch als Sicherheit dieses Geländer, die Absperrung. Finde ich sehr schön, das zeigt auch nochmal, dass der Bauträger überhaupt an gar nichts gespart hat. Ein Kinderzimmer, finde ich sehr schön, dass sie das hier so eingerichtet haben.
Sehr, sehr süß. Ja, und vor allem diese Deckenhöhe, schaut euch das mal an, was das für einen Unterschied macht. 3,4 Meter. Wow. Diese Fenster wieder, auch hier haben wir die Möglichkeit, das Fenster zu öffnen mit ja, dann dieser kleinen, dem Glasgeländer und wieder ein Badezimmer mit allem Nötigen, auch wieder ein Fenster hier und einer Dusche. Und das letzte Schlafzimmer. Ja, also man muss sagen, schön. Es gibt wirklich keine Ausnahme in dieser Villa. Ja. Jedes Schlafzimmer hat Riesenfenster, ist lichtdurchflutet, großflächig, Badezimmer immer, Ensuite. Auch hier die Möglichkeit, das Fenster zu öffnen. Und mit Sicherheit könnte man hier auch noch einen Balkon mit dazu bauen lassen. Solche Dinge können auch abgeändert werden, je nach Wunsch, nach Fertigstellung des Objektes. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Garten an. Das Highlight. Darauf warten wir schon die ganze Zeit. Ich bin super gespannt. Wow, wow, wow. Die Sonne scheint jetzt auch noch richtig, also wunderschön. Wir haben hier einen 7 x 3,5 Meter langen Pool, Sitzbereich, kleine Barbecue-Area. Auch das Design der Möbel ist sehr minimalistisch, wie auch innen. Wir haben, das bringt das ganze Grün auch noch mal zum Vorschein. Wir haben die ganzen Bäume hier mit dabei, die komplette Begrünung. Wir haben auch einen Rasen hier vertreten. Oh. Und ja, ich könnte jetzt sieht sehr gemütlich aus. Wirklich einschlafen, ein Buch lesen, eine Shisha rauchen. Es ist der Hammer und vor allem, wenn man auch auf das Haus schaut, super gemütlich. Man kann hier mit seiner Familie, mit seinen Freunden den Tag verbringen. Und es ist auch sehr viel Platz da, das muss man dazu sagen. Ich liebe es. Gucken wir uns mal den weiteren Bereich an. Hier noch eine Lounge-Area und eine Schaukel. Das ist auch eine coole Idee. Weiß jetzt nicht, ob die mit dabei ist. Ich glaube nicht. Woo! Aber könnte ich mir genauso für mein Haus vorstellen. Die Haustour ist beendet. Unser Fazit zu dieser Villa und zu der Community. Wirklich 10 von 10. Wir haben alles hier vorhanden, was man irgendwie zum Leben benötigt. Wir sind auch nah zu Dubai und auch zu Sharjah gelegen. Wir haben einen super erschwinglichen Preis, eine moderne Villa, super Ausstattung und all in all ist es einfach perfekt. Wenn ihr das auch so seht oder eine Meinung dazu habt, dann schreibt es doch gerne jetzt in die Kommentare. Wir freuen uns auch zu sehen, wie euch die Villa gefallen hat und was ihr dazu zu sagen habt. Wie immer findet ihr alle Informationen zu dieser Villa in der Beschreibung unter dem Video. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Vergisst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns bei der nächsten Tour. Bis dann!